Hey ho und herzlich willkommen, liebe Freunde der fantastischen Podcast-Begeisterung. Wir haben heute den guten Rainer Limpörk hier zu Gast und Rainer macht Forschung am Untersberg und das ist total spannend und es freut mich sehr, dass wir dich heute zum Gespräch haben. Grüß dich, Rainer. Hallo, ich grüße dich, ich grüße euch und ich freue mich, mal wieder dabei sein zu dürfen. Ja, von mir auch liebe Grüße. Spannendes Thema, der Untersberg. Mythen und Legenden liegen ihm zugrunde. So oder in es. Ihm verborgen. Ja. Ja, mein persönlicher Kraftort sind die externen Steine und deiner scheint der Untersberg zu sein und vielleicht besteht da sogar eine Verbindung. Durchaus vorstellbar, denn häufig sind ja solche Orte über diese Erdenergielinien miteinander verbunden. Das könnte der Fall sein, ist mir jetzt nicht bekannt, aber möglich. Erdenergielinien finde ich sogar ein besseres Wort für diese Thematik als Leylinien, die sonst immer benutzt werden. Guter Hinweis. Ja, das eine ist immer so dieser eher fremdländische Ausdruck, Ley Lines, und ich verwende ja eigentlich beide. Jetzt hast du dieses Jahr einen kleinen Vortragstag mit auch Heinrich Kusch zusammen organisiert und wir wollen dafür mal ein bisschen die Werbetrommel rühren und vielleicht magst du mal ein paar Sätze über diese bevorstehende Veranstaltung hier loswerden. Gerne. Wobei ich gleich sagen muss, ich habe es nicht organisiert. Organisiert haben es zwei, eigentlich fast sogar drei externe Veranstalter. Das sind im Wesentlichen zwei Vereine, der eine aus Wien, Alvital, und der andere aus Salzburg. Und das ist auch die internationale Prana-Schule, die mit das fördert und unterstützt. Und die haben diese Veranstaltung organisiert. Und ja, und ich freue mich darüber, denn das gibt jetzt eine Möglichkeit, ein Thema zu präsentieren, wie wir es hier, ich sage jetzt mal im bayerischen Raum, im deutschen Raum, das kann ich beurteilen, aber ich denke mal im bayerischen Raum so in der Form noch nicht hatten. Ich glaube auch, dass es ziemlich einmalig ist, wobei der Herr Kusch ja durchaus sehr bekannt ist. Ich würde mal sagen, überwiegend im österreichischen Raum mit seiner Unterwelt- und Erdstallforschung. Und mein Thema, der Untersberg, ist hier im regionalen Bereich sehr bekannt, aber natürlich auch inzwischen schon sehr überregional, weil der Berg ja fast schon so ein weltweites Charisma besitzt. Und jetzt hat es eben zum ersten Mal diese Möglichkeit gegeben, oder es gibt sie jetzt dann am 14. April, dass diese beiden Themen zusammengeführt wird. Denn ich habe schon vor vielen Jahren immer mal wieder darauf hingewiesen, dass, wie schon mal erwähnt worden ist, diese ganzen Legenden, Sagen, Mythen, die es um diesen geheimnisvollen Wunderberg gibt, die spielen ja zum großen Teil unter dem Berg. Das ist ja auch mit ein Teil seines Namens oder seiner Namensherkunft, dass alles, was dort so geschieht, sehr stark mit der Unterwelt verbunden ist, sprich mit seinen Höhlen. Und da gibt es aber auch in bestimmten Sagen Hinweise, dass es da durchaus mehr als natürlich geschaffene Höhlen gibt, sondern eventuell künstlich geschaffene Tunnelanlagen. Und da bin ich dann irgendwann einmal so weit gekommen, dass ich das so nicht ganz verstehen konnte, weil das erschien mir fast unmöglich. Und erst nachdem ich dann vor einigen Jahren auf diese Forschungen von dem Ehepaar Kusch gehört hatte und dann auch gelesen hatte, wurde mir klar, dass da vielleicht etwas mehr dran ist an diesen künstlich geschaffenen Unterweltanlagen. Kann man denn da ungefähr sagen, aus welcher Zeit diese unterirdisch angelegten Anlagen stammen, wann die entstanden sind? Es ist schwer. Also das ist eigentlich eher so das Thema, was das Ehepaar Kusch sehr gut beantworten kann, weil in ihren Forschungen haben die ja wissenschaftlich belegen können, zu welchen Zeiten diese Anlagen entstanden sind. Also das liegt wohl einige tausend Jahre zurück. Was ich von der mythologischen Seite her anführen kann und auch möchte, ist wesentlich das Mittelalter, denn aus dem Mittelalter, und ich spreche jetzt hier speziell aus dem 16. Jahrhundert, und bin da auch sehr konform mit Ergebnissen vom Ehepaar Kusch,
dass dort im 16. Jahrhundert etwas geschehen ist, was für uns, ich sage mal sehr vorsichtig, normale Menschen so gut wie unvorstellbar ist, was da jetzt sich so langsam abzeichnet. Also von meiner Seite aus, der ich mich ja als Mythologe auch bezeichne, der sich sehr viel mit diesen ganzen Geschichten, Überlieferungen, Sagen auseinandergesetzt hat, da möchte ich sagen, dieses Thema fasziniert mich sehr, denn es scheint ja jetzt einen wahren Hintergrund zu geben, der sich da über dieses Mittelalter langsam so herauskristallisiert. Es gibt eine zentrale Sage, das ist die Sage vom Lazarus Kitschner und der Mönch vom Untersberg. Faszinierend ist an dieser Sage, es gibt aber auch einige anderen, die ähnlich gelagert sind, nur keine mir bekannten Sagen ist so komplex, so umfangreich, was erstmal den Inhalt betrifft, dann auch die Personen mit Namen, die dort genannt werden, dann auch die Orte, die dort genannt werden und dann auch die Zeit. Also da werden bestimmte Jahreszahlen genannt. Es gibt insgesamt von dieser Sage 18 verschiedene Versionen. Also nicht ganz verschieden, aber mit unterschiedlicher Länge, Dauer. Und es lässt sich halt feststellen, dass das alles im 16. Jahrhundert passiert sein muss. Und da gibt es eben drei verschiedene Jahreszahlen, 1500 Novas. Die habe ich jetzt so nicht im Kopf, aber das kann man nachlesen. Und spannend wird es halt dann, wenn ich feststelle, das Ehepaar Kusch hat im 16. Jahrhundert oder durch dieses 16. Jahrhundert etwas festgestellt, durch ein Archiv, was existiert in Wien. Das ist das sogenannte Adels- und Klerusarchiv. Dort ist niedergelegt, dass ein hoher Geistlicher in dieser Zeit es veranlasst hat, dass bestimmte Tunnelanlagen, unterirdische Anlagen verschlossen worden sind. Warum sind die verschlossen worden? Auch das steht da ganz genau beschrieben. Wenn diese Anlagen nicht verschlossen wären, so befürchtete damals der Klerus, könnte das dazu führen, dass die christlich Gläubigen wieder zum Heidentum zurückkehren würden. Warum soll das jetzt so sein? Weil der Klerus hatte eben Kontakt mit anderen Welten, mit anderen Dimensionen, mit anderen Völkern. Sie sprechen ja wirklich von Völkern, es werden auch verschiedene Namen genannt. Und mit diesen Völkern wurde eben bis in dieses 16. Jahrhundert Handel betrieben. Diese Völker lebten in der Unterwelt. Und der Klerus fühlte sich zu dieser Zeit veranlasst, diesen Kontakt abrupt abzubrechen, aus Angst um ihren Machtverlust. Das ist so typisch Kirche, wenn etwas höher ist als ihre, als ihr Einfluss, als ihre Macht, dann wurde das, ich sage mal vorsichtig, verändert. Man kann auch sagen, dann wurde es missioniert, dämonisiert, verschlossen. Und das hat eben das Ehepaar Kusch mit ihren Forschungen sehr gut belegt. Und ich habe dann eben festgestellt, da gibt es in unserer Region, also ich sage mal im Salzburger Land, Kusch arbeiten ja sehr stark in der Steiermark und haben da die meisten ihrer Ergebnisse und Forschungen. Und Steiermark grenzt an das Salzburger Land. Und auch im Salzburger Land gibt es zum Beispiel Hinweise auf Erdställe, aber eben auch auf Tunnelanlagen, nur nicht in dieser Fülle, wie es wohl heute noch in der Steiermark existiert. Aber auch in der Steiermark ist über die Zeiten hinweg, sind diese Anlagen verschlossen worden. Oder wenn sie neu entdeckt worden sind, wie viele Bauern zum Beispiel auf ihren Grundstücken, auf Feldern immer mal wieder solche Erdställe gefunden haben, dann haben diese unterirdischen Anlagen gestört, weil vielleicht der Traktor auf dem Feld da eingebrochen ist oder irgendjemand reingestürzt ist oder sonst was. Sie haben die einfach dann verschlossen. Und zwar ziemlich schnell, weil im Hintergrund stand immer auch die Befürchtung,
würde ich jetzt öffentlich darüber sprechen, was ich auf meinem Feld gefunden habe, also irgendeinen Stollen, irgendeinen Tunnel, irgendeine Höhle, dann kommen vielleicht die Wissenschaftler, die Archäologen, wollen es suchen und so weiter. Und dann habe ich etwas Probleme, mein Feld zu bestellen. Das war sehr häufig der Hintergrund. Und ich habe tatsächlich auch im Salzburger Land Bauern kennengelernt, die jetzt zwar nicht mit unterirdischen Anlagen zu tun hatten, sondern eher mit oberirdischen Steinkreisen, Steinanlagen, die zu kultischen Zwecken vor Urzeiten geschaffen worden sind und dann bis vor einiger Zeit eben auf ihren Feldern noch vorhanden waren. Aber da war es ähnliche Situation. Das hat den Bauern, das hat der Landwirtschaft, das war denen ein Dorn im Auge, das störte die Feldbewirtschaftung und dann wurden solche kultischen Anlagen einfach zerstört, beseitigt, ohne dass darüber groß die Öffentlichkeit informiert worden ist. Also ich selber habe da Landwirte kennengelernt, die mir das so erzählt haben. War übrigens auch sehr spannend dann zu erleben, was den Landwirten nach der Vernichtung von solchen Kulturgütern widerfahren ist. Also die wurden dann schwer krank oder sind sogar gestorben. Da mag man jetzt sehr spekulieren drüber, warum, was da dahinter steckt. Aber es war eben meine Erfahrung, dass diese wertvollen Kulturgüter schon über die Zeiten hinweg vernichtet worden sind, weil gar nicht das Bewusstsein erstens dafür da war oder es war ein Bewusstsein für eher die eigene Existenz da und das andere musste beseitigt werden, weil es durfte so nicht existieren. Nun haben wir also die Situation, es gibt unterirdische Anlagen oder es gab sie zum großen Teil und es gibt sie oder es gab sie auch in Salzburger Raum bis in den bayerischen Raum hinein. Es gibt auch in Bayern sehr viele Erdstahlanlagen. Aber zum ersten Mal finden wir jetzt die Möglichkeit, dass das Ganze angeschaut wird, untersucht wird und dann wird festgestellt, diese unterirdischen Anlagen sind mit einer Technologie hergestellt worden. Es geht schon fast so weit, dass man teilweise sagen kann, wir besitzen heute noch nicht diese technischen Möglichkeiten, um das so zu bauen, was vor vielleicht Urzeiten schon mal geschaffen worden ist. Und das ist heute ein Thema, wo ich mir denke, es wird Zeit. Wir leben in einer Zeit des Bewusstseinswandels, wo sehr viel nachgedacht wird, geforscht wird. Und ich schon vor langen Jahren darüber gesprochen habe, mir wäre es wichtig, dass jetzt nicht nur aus der Mythologie heraus, oder aus der Heimatforschung heraus solche Dinge angeschaut werden, sondern dass da interdisziplinär rangegangen wird. Und es ist wohl soweit. Es gibt verschiedene Institute, wissenschaftliche Institute, ein Institut für Gravitationsforschung zum Beispiel, die mit einem anderen Forscher in Kontakt stehen und wo ich gehört habe, dass jetzt zum Beispiel auch gerade am Untersberg Datenlocker installiert werden sollen und damit einfach auch Daten gesammelt wird. Was zeigt sich da? Was zeigen sich für Anomalien? Und da ist ja auch unser Berg sehr bekannt dafür, dass dort Zeitanomalien auftreten, dass da über die Zeiten hinweg Menschen verschwunden sind, dass sehr merkwürdige Dinge dort passieren, dass technische Geräte aussetzen oder einfach Fehlfunktionen haben. Also alles Dinge, die man jetzt scheinbar bewusster anschaut. Und die Menschen, mit denen ich Kontakt hatte und die den Untersberg besucht haben und die mir von ihren Erlebnissen berichtet haben, die trauen sich interessanterweise jetzt darüber zu sprechen. Und das sind sehr unglaubliche Erlebnisse, wo ich selber an meine Grenzen immer wieder gekommen bin. Kann ich das glauben? Nur war so mein Ansatz ein sehr energetischer. Also ich arbeite ja auch schamanisch sehr viel mit der Trance auch und hatte immer wieder, nicht nur ich als Person, sondern auch in meinen Gruppen, wir hatten Kontakte zu anderen Welten, zu anderen Dimensionen und es war immer so dieses Thema, es gibt die Anderswelt. Und gerade der Untersberg ist der Inbegriff einer anderen Welt, die sich relativ schnell erfahren lässt. Ich habe so einiges geschrieben über diese dortigen
Kraftorte, über die Kultplätze, wie man sich dieser anderen Realität stellen kann, mit welchem Bewusstsein auch, wie man dorthin gehen kann. Ich habe einen Pilgerweg initiiert und versuche da die Interessierten, die Menschen an das Thema Natur mit einem neuen Bewusstsein heranzuführen. Und ja, das ist so im Wesentlichen der Hintergrund von mir zu diesem Mythos Untersberg, was ja einerseits das Thema von der Veranstaltung ist und dann von dieser geheimnisvollen Unterwelt, die jetzt von der steirischen Seite aus vorgestellt wird. Ja, an dieser Stelle würde ich auch gerne klarstellen, warum uns und auch dich diese Themen so stark interessieren, weil wir haben es hier mit einem essentiellen Teil zu tun, der dafür gesorgt hat, das materialistische Weltbild aufrechtzuerhalten und somit auch eine gewisse eingeschränkte Lebensweise danach oder immer noch gelebt werden musste. Und diese Deckelung der alten Energielinien und Tunneln und Anlagen war anscheinend im Mittelalter damals notwendig, um das Materialismus-Weltbild aufrechtzuerhalten, ja. Das kann ich durchaus unterstreichen, ja. Ist auch meine Sichtweise der Dinge. Ja, jetzt habe ich auch erfahren, oder dadurch, dass wir bei Facebook befreundet sind, dass du die Naturfeiertage auch dort zelebrierst. Also sei es jetzt die Sommersonnenwende, Wintersonnenwende oder die Tag- und Nachtgleichen. Und gerade an diesen speziell hochenergetischen Orten ist zu diesen Tagen auch eine besondere Energie zu verspüren. Siehst du das auch so, dass diese Kardinaltage diese Orte hochenergetisieren? Ja, also du hast es schon erwähnt, ich konzentriere mich jetzt sehr für die Einbindung in den Jahreskreis. Eine Sache, die ich eigentlich schon über lange Zeit verfolge, auch immer wieder vollzogen habe, entweder im privaten Kreis oder auch im größeren Kreis immer wieder dazu eingeladen habe. Aber es ist mir eigentlich erst so richtig in der Zeit, wo ich jetzt im Ruhestand bin, die Möglichkeit gegeben, das auch wesentlich intensiver zu leben und auch anzubieten. Und ich habe natürlich über meine ganzen Forschungen festgestellt, dass der Jahreskreis und die Energie, die dort herrscht, zu bestimmten Zeiten im Jahreskreis, dass diese eine besondere Energie herstellt. Wenn wir uns mit dieser Energie verbinden wollen, dann können wir es im Wesentlichen, indem wir in die Natur hinausgehen, indem wir bestimmte Orte aufsuchen oder indem wir zu Orten gehen, die schon überliefert sind als Kraftorte oder Kultplätze. Und dann können wir an diesen Orten sogar Beobachtungen machen, die die Menschen der Frühzeit schon immer gemacht haben, aber die über die Zeiten einfach wieder verloren gegangen sind. Also dass es bestimmte Phänomene gibt, die durch die Sonne hergestellt werden oder durch die Sonnenwendzeiten dann zum Beispiel auch. Also gerade die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende sind extreme Zeiten im Jahreskreis, wo man sehr gut nachvollziehen kann, dass sich dort draußen etwas ändert. Entweder, dass das Wachstum richtig aufblüht oder dass die Natur langsam zur Ruhe kommt, wie wir Menschen eigentlich auch. Und dieser Biorhythmus, so möchte ich es fast nennen, der da draußen in der Natur existiert, den gibt es ja bei uns Menschen genauso. Und wenn wir es schaffen, uns da wieder in dieselbe Schwingung zu bringen, wie es eigentlich die Natur uns vorgibt, dann trägt es zu unserer Gesundung bei, zu unserem Wohlbefinden. Ich würde auch sagen, dann trägt es zum Frieden auf der Welt bei. Diese Erfahrungen, die kann man machen, wenn man wirklich den Kalender sich mal vorknüpft und schaut, wo sind denn so diese besonderen Tage? Da gibt es im Wesentlichen vier. Das sind jeweils die Sonnenwendzeiten. Ich habe schon erwähnt, die Winter- und die Sommersonnenwende. Gehört natürlich der Frühling und der Herbstbeginn auch mit dazu. Und an diesen Tagen gehe ich oder biete es an, zu bestimmten Orten in der Natur, also sprich jetzt bei uns hier am Untersberg, an den Berg heranzugehen und sich letztendlich mit ihm
seinem Wesen und oder seinen Wesenheiten zu verbinden. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, nur als Beispiel dazu. Da kommen wir jetzt auch ein bisschen in die Pflanzenwelt hinein. Auch diese Verbindung mit den Devas, mit dem Pflanzenwesen, ist etwas, was wir versuchen sollten, schnellstmöglich wiederherzustellen. Momentan ist es so weit, dass wir eigentlich der Erde nur schaden mit unserem Verhalten, mit dem, was wir aus der Erde herausziehen, abbauen, wie auch immer. Das Thema Klimawandel spielt da auch mit rein. Und da wird es allerhöchste Zeit, dass wir versuchen, erst einmal diese Sprache der Natur wieder zu erlernen. Und das geht eigentlich relativ einfach. Wenn du hinausgehst, wandern gehst, spazieren gehst, heutzutage ist immer alles mit Entschleunigen, mit Sport, mit Freizeit, mit solchen Begriffen verknüpft, eigene Rekorde herzustellen, sich zu trimmen, was auch immer, statt einfach dort in der Natur in die Ruhe zu kommen, hinzuhören, hinzuschauen und festzustellen, da gibt es ja sowas wie Resonanz. Übrigens ein sehr spannendes Thema, Resonanz. Und wenn wir dann merken, wir bekommen etwas zurück, wenn wir die Natur ehren, sie beachten, sie genau ansehen, zuhören, riechen, wie auch immer, dann trägt es zu unserem eigenen Wohlbefinden bei und es würde auf der ganzen Welt zu Ähnlichem führen. Also, wie du schon gesagt hast, Jahreskreis, Einbindung, Zeremonien durchführen in der Natur und dadurch einfach auch heil zu werden. Es gibt viele Möglichkeiten, die mit Wasser, mit Steinen, mit der Luft in Verbindung zum Wohlbefinden, zum Heilwerden beitragen. Zum Beispiel ist es ein sehr konkretes Beispiel. Also nicht nur die Pflanzen, sondern auch das Wasser als Informationsträger. Und gerade am Untersberg gibt es doch einige bekannte, populäre Heilquellen. Und wie der Begriff schon sagt, sie wirken dann, wenn der Mensch sich bewusst an dieses Wasser heranmacht. Er sollte nicht derjenige sein, wie er es eigentlich überall auf der Erde macht. Er sollte nicht konsumieren, sondern er sollte sich versuchen, mit dem Geist des Wassers erstmal zu verbinden, den Kontakt aufzunehmen und ihm vielleicht darum zu bitten, von seinem wertvollen Nass, von seinem wertvollen Wasser etwas zu bekommen. Und dann kann dieser Heilungsprozess tatsächlich auch passieren. Also Wasser, eine andere Möglichkeit, ich habe schon mal angedeutet, die Pflanzen. Ich werde, habe auch schon begonnen, sehr stark mit einem uns, also im nordeuropäischen Raum, sehr bekannten Baum zu arbeiten, nämlich dem Holler. Der Holler ist als Strauch, als Gewächs früher so bekannt gewesen und so geehrt gewesen. Da gibt es auch diesen Spruch, vor dem Holler sollst du eigentlich deinen Hut ziehen. Du sollst niemals einen Holler umschneiden. Und mit dem Holler gibt es oder gab es sehr viele Kulte aus Heilungszwecken zum Beispiel. Ganz kurz, Rainer, kann es sein, dass du mit Holler das hochdeutsche Holunder meinst? Sehr genau. Okay. Denn in dem hochdeutschen Holunder steckt nichts anderes als der Name der Frau Holle. Frau Holle ist eher der populäre Begriff aus dem norddeutschen oder mitteldeutschen Raum. Wir sprechen hier im Alpenraum stellvertretend für die Frau Holle mit der Frau Percht. Die Percht ist die Urmutter, die Bergmutter. Es sind aber Göttinnen der Frühzeit, die von ihrer Erscheinung absolut ident sind. Und für die Percht gilt als die hell leuchtende Göttin genau dasselbe wie für die Frau Holle, die auch als die glänzende immer gesehen worden ist. Und auch die Sagen sind sehr ähnlich. Percht und Holler Sagen sind ähnlich. Und für die Percht ist genauso wie für die Frau Holle der Holunder eine dieser magischen Pflanzen oder ist schon eine der höchsten magischen Pflanzen, mit denen wir wieder arbeiten sollten, um sie kennenzulernen, um Verbindung mit ihr aufzunehmen, um heil zu werden. Ja, das kann ich bestätigen, was da manchmal für interessante Informationen aus der Pflanzenwelt rüberkommen, wenn man wirklich in Demut, Offenheit und Bewusstheit diesen Feldern sich hingibt und
mal wirklich in den Austausch gehen kann. Du sagtest ja auch gerade, dass du, um Kontakt zur geistigen Welt aufzubauen, bestimmte Bewusstseinsprozesse oder Bewusstseinszustände einnimmst. Kannst du ein bisschen genauer darauf eingehen, wie du das machst, also wie diese Zustände zu erreichen sind? Die sind über verschiedene Wege möglich. Der christlich Gläubige, der wird ins Gebet gehen oder in die Meditation. Der naturreligiös Verbundene wird die Möglichkeit oder die Technik der Trance nutzen. Und so arbeite ich auch im schamanischen Sinne mit der Trance. Und zum Beispiel jetzt ab nächsten Monat, ab April, arbeite ich mit meiner Gruppe überwiegend draußen in der Natur. Wir haben einen Platz an einem kleinen Bergbach und da wird ein heiliges Feuer entzündet. Und diese Auseinandersetzung mit den Elementen, mit der Luft, mit dem Wasser, mit dem Feuer, mit der Erde, das alles wieder bewusst zu machen, was es eigentlich für Elemente gibt und wie stark diese Elemente auf uns selber einwirken, das wird eben über die Trance durchaus gefördert, denn wir können dann mit diesen Elementarwesenheiten auch Kontakte herstellen. Genauso wie wir es mit dem Untersberggeist machen oder auch mit den Wesen der Unterwelt. Und dann kommen wir eigentlich auch nochmal oder wieder zurück zu dem Thema letztendlich auf dieser Veranstaltung, dass, ich habe schon mal angesprochen, wir schamanisch tätigen Menschen diese Andersweltkontakte immer besaßen oder immer wieder gefördert haben. Und heute kommt von anderer Seite aus der Hinweis, es gibt eine andere Welt, es gibt andere Völker, es gibt Kontakte oder gab Kontakte. Und ich denke mal, es ist an der Zeit, dass wir diese Verbindungen wieder erkennen, erstens, und sie auch wieder herstellen. Und das ist über den natürlichen Weg, über diese Einbindung in die Natur, in den Jahreskreis, dieses gemeinsame Feiern. Oder eben dann auch über die anderen Möglichkeiten des Gebets, der Trance, der Meditation. Alles ist möglich. Machen wir uns das wieder bewusst, was wir für Fähigkeiten haben, dann werden wir unsere Antennen auch so weit schulen können, dass wir Dinge wieder wahrnehmen, die schon immer überliefert worden sind oder die sensible Menschen immer wieder gespürt haben. Wir alle können das spüren. Nur wir müssen es eben auch wieder trainieren, üben. Wir müssen unsere Augen öffnen dafür, unsere ganzen Sinne und insbesondere auch unser Herz für diese Möglichkeit wieder öffnen. Ich würde auch gerne das Thema Heilung noch ein bisschen ansprechen und vertiefen, weil meiner Meinung nach Heilung immer bedeutet, dass ein entkoppeltes Stück der Symbiose wieder in den Gesamtkreislauf hinzugefügt wird und damit wieder die Symbiose eintritt. Und ich denke, gerade weil wir auch so lange schon entkoppelt von dieser Symbiose sind, dass dieses bald eintretende Heilungserlebnis uns allen so guttun wird, dass ich kaum abwarten kann, dass das passiert, dass wir wieder Teil des großen Organismus werden und nicht mehr abgekoppelt als Krone der Schöpfung irgendwie unseren materialistischen Weg hier durch die Welt gehen. Da freue ich mich wirklich drauf. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist die vier Hauptelemente, die wir da auch als Wesenheiten oder Geister oder Teil des Seins begreifen dürfen, die haben auch alle eine Bedeutung. Also die Erde ist zum Erden da, das Wasser ist zum im Fluss kommen da, das Feuer ist die transformierende Kraft und die Luft ist dann dafür da, dass wir diese Anbindung wieder von der Erde zu den Höheren haben. Ja, es sind natürliche, ich sag mal, Vorgaben, die es uns Menschen ermöglicht, immer heil zu bleiben. Und das haben wir tatsächlich geschaffen über die Zeiten hinweg, dass wir diese Verbindungen verloren haben, verdrängt haben. Sie wurden uns aber auch sehr bewusst genommen. Und sind wir auch wieder bei dieser Veranstaltung, weil andere Mächte Angst hatten, dass dann ihre eigene Macht schwindet, wenn wir draufkommen, es gibt Wege zum Frieden, zum Heilwerden, die vor unserer Haustür liegen, die so einfach sind, die wir sichtbar machen können, indem wir einfach anfangen, wieder wahrhaft zu sehen
und mit anderen Welten Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, das ist gerade in einer Zeit, wo wir erkennen, uns schwimmen so die Fälle davon. Ja? Das Klima verändert sich. Und zwar in einer Geschwindigkeit, dass wir kaum zum Nachdenken kommen. Und die Krisen werden immer mehr, die Kriege werden mehr. Alles Zeichen, dass der Mensch sich eigentlich nicht im Griff hat. Uns entgleiten die Möglichkeiten zum Überleben. Und ich glaube, es ist leider nicht 5 vor 12, sondern schon 5 nach 12. Und wir müssen jetzt etwas tun. Ich denke schon, es stehen jetzt sehr schwierige Zeiten bevor. Aber ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, dass mit dem, was sich sonst parallel zu diesen negativen Dingen auch an positiven Dingen jetzt auftut, und zwar auch in einer extremen Geschwindigkeit, dass wir über eine gewisse Zeit hinwegkommen müssen, um dann in eine heile, in eine lichte Welt zu kommen und dann auch mit einem anderen Bewusstsein zu leben, um uns klarzumachen, was es heißt, hier auf Erden, auf Mutter Erde zu existieren. Es wird nur dann funktionieren, wenn wir da uns alle einig sind. Mir fällt jetzt da ein interessantes Beispiel ein, um eigentlich klarzumachen, wie weit wir schon gekommen sind. Es hat auch was mit dem Untersberg zu tun. Eine Entwicklung, die ich über Jahre hinweg verfolgt habe, die mich immer mehr fasziniert hat, bis es eigentlich letztes Jahr zu einem Höhepunkt gekommen ist. Und ja, ich möchte es kurz erzählen. Wir sind in dem Thema Jahreskreis ja schon gewesen und es gibt am Untersberg im Ort, zum Beispiel oben auf seiner Hochfläche, eine Höhle, die zur Sommersonnenwende ein ganz besonderes Schauspiel ermöglicht. Da muss man hineingehen in die Höhle und dann gibt es oben an der Höhlendecke sowas wie einen Tagschlot, ein Fenster und zur Mittagszeit fällt dort zur Sommersonnenwende ein Sonnenstrahl von oben herab in die Höhle und derjenige, der halt drin ist, hat das Gefühl, er wird jetzt erleuchtet. Das muss man wirklich mal erlebt haben. Es ist so ungewöhnlich, dass einem in einer Höhle so etwas passiert, aber es ist halt so und da gehört die Sommersonnenwende dazu. Und das ganze Phänomen ist einige Zeit vorher und einige Zeit nach dieser Sommersonnenwende zu erleben, bis zum 15. August. Das ist auch so ein magischer Tag am Untersberg. Und da hat dann, es war im Jahr 2006, da habe ich dort oben dieses Phänomen zum ersten Mal entdeckt. Und seit dieser Zeit kam nicht nur ich, sondern auch andere Freunde, Bekannte immer wieder zu dieser Höhle, um dort zu arbeiten, zu wirken, Zeremonien durchzuführen, die sehr wirkungsvoll waren. Also inzwischen ist es schon fast so ein, ja, es ist ein Pilgerort am 15. August, wo Menschen zusammenkommen, nicht nur Einzelne, also da geht es um höhere Zahlen schon fast, und die erleben dann die Möglichkeit, erleuchtet zu werden oder heil zu werden. Ein Bekannter von mir macht dort schon seit vielen Jahren Kulte, Heilungszeremonien. Und er ging auch letztes Jahr wieder am 15. August dorthin und stand dann vor diesem Höhleneingang und wunderte sich, weil aus der Höhle kam Rauch heraus. Und dann ist er hineingegangen und hat gesehen, da waren schon Menschen drin, vor ihm. Und es waren nicht irgendwelche Menschen. Es war eine Familie aus Kolumbien. Es hat sich herausgestellt, es war der Stammesoberste des dortigen Stammes der Kogi. Man merke sich den Namen Kogi und kann auch bei YouTube mal googeln und wird da eine interessante Dokumentation über diesen Indianerstamm der Kogis finden. Denn diese Indianer hatten vor einigen Jahren Visionen, dass sie etwas tun müssen, weil sie erlebt haben, dass wir, die kleinen Brüder, sie nennen uns die kleinen Brüder, die Weißen, sie sind die großen Brüder und sie sind sehr erdverbunden, so wie sie leben. Und wir, die kleinen Brüder, verursachen in ihrer Region, in ihrem Lebensraum so viel Unruhe, so viel Zerstörung, dass sie klar festgestellt haben, die Erde wird zerstört von uns Weißen. Und seitdem kämpfen sie darum, dass uns das bewusst wird,
Jetzt muss man sich vorstellen, diese Kogis sind ein in den kolumbianischen Anden hochlebendes, relativ armes Volk, die diesen Auftrag verspüren, den Menschen klarzumachen, wir zerstören unsere Umwelt. Seitdem bereisen die die Welt, auch schön in dieser Dokumentation zu sehen, und hatten letztes oder vorletztes Jahr den Auftrag erhalten, in die Alpen von Europa zu reisen, um dort an drei verschiedenen Orten Erdheilungszeremonien durchzuführen. Und das war eben letztes Jahr am 15. August der Fall, dass der einheimische Schamane, also ein Bekannter von mir, dort seine Zeremonie durchführen wollte und dann diese Kogi-Familie dort antraf. Und nicht nur irgendjemand dieser Kogi-Familie, es war der Stammesoberste, also der auch zugleich Schamane ist, aber eine sehr hohe Funktion hat dort. Und der hatte dort in dieser Höhle diese Erdheilungszeremonie durchgeführt. Sie haben sich dann unterhalten und haben eigentlich dann gemeinsam gewirkt. Also während die Kogis vorher die ganze Zeit geräuchert hatten, das war auch der Grund, warum der Rauch aus dieser Höhle herauskam, hat dann der Bekannte von mir dann seine Zeremonie dann fortgesetzt. Es ist dann weitergegangen. Die haben sich sogar an einem anderen Ort in den Alpen wieder getroffen. Die sind sogar nach England getroffen und da ist dann auch mein Bekannter in Anführungszeichen zufällig dazu gestoßen. Immer wieder der Auftrag von einem einfachen Indianervolk, uns klarzumachen, wie weit es eigentlich schon gekommen ist. Und das möchte ich eben da nochmal so verdeutlichen mit diesem Beispiel. Man muss sich vorstellen, da kommen Natives aus Amerika. Übrigens waren die auch aus Nordamerika schon einige da. Es waren Schamanen aus Thailand, aus Japan, aus den Philippinen, die kamen in den letzten Jahren hierher zum Untersberg, um Erdheilungszeremonien durchzuführen. Warum? Es war einerseits dieses Bewusstsein, die Berge sind heilig, der Untersberg hat eine besondere Heiligkeit. Und bitte, es war auch so bei diesen Kogis, die hatten von diesem Untersberg in ihrer Heimat noch nie was gehört. Sie wurden eigentlich dorthin geführt. Sie hatten auch keine Ahnung von dieser Höhle im Untersberg. Sie wurden dorthin geführt. Und wie weit sind wir gekommen, dass uns naturverbundene, einfache Menschen aus anderen Teilen der Welt sagen müssen, so dürfen wir nicht weitermachen. Und das möchte ich eigentlich wirklich so weit es mir möglich ist, veröffentlichen, darüber sprechen und bewusst machen, wir müssen was tun. Auch wir in unserer Heimat, auch wir müssen unsere Erde schützen. Und nicht nur in Kolumbien, in Mexiko oder sonst was ist es notwendig, ein Bewusstsein für Ökologie und Frieden zu schaffen. Es ist überall auf der ganzen Welt notwendig. Aber wir haben hier halt einen heiligen Berg, den Untersberg vor der Haustür. Und der ist für mich auch so ein großes Stück ein Friedensbotschafter. Durch diese ganzen Ereignisse, die da jetzt passiert sind in letzter Zeit, ist er das schon geworden. Und für mich natürlich als Botschafter aus der Naturwelt ein schönes Beispiel, was wir in der Natur alles finden können, um zu überleben. Bedeutet, der Ort hat auch eine Anziehungskraft, die über jegliche Grenzen hinausgeht. Also wenn man ein mit der Erde verbundenes Lebewesen ist, wird man quasi angezogen von diesem Ort, ja. Da kommt vielleicht dann nochmal so dieser Begriff der Chakren jetzt schön ins Spiel. So wie wir Menschen Energiezentren haben, Chakren haben, so gilt es für jede Wesenheit genauso. Und ob das jetzt eine kleine Maus ist oder ein großer Berg, alle besitzen diese Energieflüsse, diese Energiezentren. Und natürlich sind gerade die Berge, die Gebirge, die ältesten Naturwesenheiten, die man sich überhaupt vorstellen kann, einschließlich der Meere natürlich. Aber bei uns in unserer Region sind es natürlich die Gebirge. Und sich da bewusst zu machen, dass so eine mächtige Wesenheit natürlich auch ganz andere Ausprägungen von Energien hat, liegt auf der Hand. Und diese Energien, die kann man an so besonderen Bergen. Der Untersberg ist nur einer von vielen. Ja, der Uluru ist es in Australien. Überall auf der ganzen Welt gibt es diese heiligen Berge. Aber der Untersberg, den haben wir eben hier vor unserer Haustür. Und man muss nicht auf der Welt herumreisen,
um zu Gott zu finden, den finden wir hier vor der Haustür, indem wir mit der Natur diese Verbindung herstellen. Und natürlich die mächtigsten Naturwesenheiten, es sind die Berge, und sie laden uns, haben uns seit Urzeiten dazu eingeladen, aber sie laden uns auch heute wieder dazu ein, mit ihnen zu sprechen und zu kommunizieren. Und ich lade alle Menschen, die hierher kommen, dazu ein, den Untersberg zu umrunden, zu pilgern, um diese besonderen Orte dann wirklich mit allen Sinnen zu erfahren und vielleicht dann auch im Jahreskreis diese Erlebnisse zu machen. Dann wird es nochmal intensiver. Und ich sage es nur immer, wieder Menschen, die von außerhalb kommen, auch von außerhalb Deutschlands oder Österreichs, ihr habt eure Energiezentren durchaus vor der Haustür. Und das Berg ist halt populär, das ist okay, deswegen kommen ja auch viele her. Aber es geht doch darum, dass wir in anderen Regionen diese Erdenergien, diese heiligen Plätze wiederfinden. Sie wurden einfach vergessen oder zerstört. Dennoch existieren sie auf der ganzen Welt. Dazu musst du nicht groß herumreisen. Finde sie vor deiner eigenen Haustür. Als mythologisch interessierter Mensch ist es aber durchaus erkennbar, dass es auf der ganzen Welt Ähnlichkeiten gibt. Du sagtest gerade was von Umrunden des Untersbergs. Genau das gleiche Phänomen erkennen wir beim Arunachala in Indien oder auch das ganze Sammelsurium an Geschichten und Mythologie, die es um den Untersberg gibt, erinnert stark an das von Nicolas Röhrig im 19. Jahrhundert in die Welt gebrachte Narrativ des Shambhala, unterirdischen Innererde, Zivilisationsding. Und da kann man sehr viele Ähnlichkeiten entdecken, ja. Weil du gerade Shambhala erwähnst. Ich habe den Untersberg auch nachzulesen, übrigens auch auf der Website, Shambhala Untersberg genannt, um diese Verbindung herzustellen. Hängt damit zusammen, das ist ja so ein sehr moderner Mythos, dass Dalai Lama ja gesagt haben sollen, Untersberg ist ein Herzchakra der Erde. Und man muss sich, um dieses verstehen zu können, ein bisschen in diesen tibetischen Buddhismus reinlesen oder reinarbeiten, um Verständnis zu bekommen für diesen Begriff Shambhala, die innere Erde und das Wirken hochgeistiger Wesenheiten in dieser anderen Dimension, in dieser anderen Welt. Und im tibetischen Buddhismus ist es so, dass der Dalai Lama als der Schlüsselbewahrer zu Shambhala gilt. Das weiß dort jedes Kind. Es hieß also noch im Potala gelebt hat. Im Potala, also in dem Palast, in der Festung dort, wenn man auch wieder in dieser Unterwelt, in den unteren Etagen, wäre ein Portal, eine Tür, zu der nur der Dalai Lama den Schlüssel besitzt, um in diese andere Welt, um nach Shambhala mit seiner Hauptstadt Agartha zu kommen. So, und da gab es eben Hinweise, dass Dalai Lama und der Untersberg, dass er im Untersberg diese Möglichkeit eines Portals zur anderen Dimension, zur inneren Erde durchaus auch sieht. Und mit diesem Begriff Chakra der Erde es damit auch symbolisiert. Und das würde ja durchaus unterstrichen durch diese ganzen Überlieferungen, die zum großen Teil von einer inneren Welt des Berges sprechen. Von lichtvollen Wesen, die dort existieren, die manche Menschen der heutigen Zeit auch, die ihnen wieder begegnen, nicht nur in Trance, sondern real begegnen. Also ich habe sehr viele Berichte von Menschen, die mir glaubhaft versichert haben, ihnen sind Wesen einer anderen Dimension begegnet. Sie haben das auch genau geschildert, wie die ausgesehen haben, wo sie denen begegnet sind, was es für eine Zeit war. Und ich glaube diesen Menschen, das sind keine Spinner. Sie hatten einfach einen besonderen Moment, da hat sich einfach der Schleier gelüftet oder da sind die Portale aufgegangen zu anderen Dimensionen und dann geschehen diese Dinge.
Es muss eine gewisse Offenheit im Geist herrschen oder man sich irgendwie einschwingen, nenne ich es mal, dass diese, ja, diese Frequenzresonanz da ist, dass man diese Wesen, die wahrscheinlich immer vor Ort sind, dass man die wahrnehmen kann in diesem Fall, dass man da dieses Spektrum der Wahrnehmung so weit eröffnet und die Grenzen der Wahrnehmung so weit erweitert, um dieses Feld auch mit ins eigene Bewusstsein wahrnehmen zu können. Du sprachst ja auch zu Anfang der Sendung über verschiedene Völker, die dort im Untergrund des Unterbergs leben würden. Wie kann man sich diese Völker denn vorstellen, beziehungsweise was wurde dazu überliefert? Sind das so Menschen, wie wir das sind, oder haben die eine komplett andere Gestalt? Die bekanntesten Wesenheiten sind wohl die Zwerge. Also die Untersbergmantel, dann gibt es auch die Riesen, dann gibt es Drachen, dann gibt es Wildfrauen. Nur als Beispiel für diese Wesen der unteren Welt. Von all den genannten Wesen heißt es überwiegend, sie leben in Höhlen, sie leben in der Unterwelt. Und sie besaßen besondere Fähigkeiten. Gerade über die Zwerge habe ich gerade wieder einiges geschrieben, weil sie sind so am faszinierendsten, wenn man in die tatsächliche Geschichte dieser Wesen hineintaucht. Denn da gibt es zwei, wie sage ich es, Interpretationsmöglichkeiten, wer oder was diese Zwerge sind oder waren. Zum einen sind es ganz klar historisch belegte Menschen, kleinwüchsig. Wenn man so stöbert in der Literatur, in diesen Sagenbüchern, werden sie auch sehr gut beschrieben, von der ganzen Figur her, vom Verhalten her. Sie wurden von der Bevölkerung wahrgenommen, sehr häufig bei Begegnungen als exotisch, kleinwüchsig. Sie sprachen eine ungewöhnliche Sprache, eine unbekannte. Sie wussten Dinge, die die Bevölkerung nicht wusste, also Dinge und Prozesse in der Natur. Und sie sahen sehr seltsam aus, auch im Gewand. Sie trugen ja meistens auch Kapuzen, hatten einen Stock dabei, waren bärtig, grunzlig und so weiter. Es gibt sehr gute Beschreibungen. So, und inzwischen weiß man aber, dass diese kleinwüchsigen, gelehrten Personen im Mittelalter, wo wir ja wieder beim Mittelalter sind, von den Venezianern aus in den Alpenraum hineingeschickt wurden, um dort Mineralien zu sammeln. Sie wussten also, Mineralien sind dort zu finden, schauen so und so aus und haben eine hohe Bedeutung bei der Herstellung von verschiedenen Produkten, die für den Reichtum von Venedig notwendig waren. Also hat Venedig sehr viele dieser Kundigen, Bergbaukundigen, in die Welt hinausgeschickt. Also bevorzugt in den Alpenraum, aber weit auch rein, nach Deutschland herein, bis zum Thema Bernstein. Und jetzt muss man sich vorstellen, warum erschienen sie den Menschen des Mittelalters als so exotisch und unheimlich? Naja, klar, sie sprachen eine andere Sprache, die man nicht kannte. Sie sahen südländisch, mediterran aus, also dunkle Haut wahrscheinlich auch. Meistens Bart, also Bartpflege war da nicht so einfach möglich. Die Kapuzen oder diese Kapuzengewänder, die trugen sie, um sich eigentlich vor den Steinen, vor den Felsen, vor den Höhlen, vor den niedrigen Gängen zu schützen. Oder sie bauten eigene Tunnels, Tunnelanlagen, wobei wir auch wieder bei dem Thema Unterwelt sind. Es gibt Hinweise, dass einige Höhlen, Tunnels hier künstlich geschaffen worden sind. Von Untersbergmanteln, die dort immer wieder auftauchen in den Überlieferungen. Und es gibt übrigens auch den zweiten Namen, der im ganzen Alpenraum weitaus geläufiger ist für diese Zwerge. Das sind die Venediger Mantel, die bei uns am Untersberg, weil er eben so mehr der Wunderberg war, der heilige Berg, die bei uns eben dann den Namen Untersbergmantel bekommen haben. Aber sie dürften identisch sein. Venediger Mantel, Untersbergmantel. So hat man also den Beleg, es sind Wesen, die existierten, Menschen, die existierten. Es gibt eine andere Version, die auch sehr stark in den Mythen ihre Grundlagen findet, dass die zwergenhaften Wesen, immer wenn es über bestimmte Überzeichnungen
groß oder kleinwüchsig ging, dann waren das Wesen, die besondere Fähigkeiten hatten. Und dann kommt, du hast es vorher mal erwähnt, dann kommt das Matriarchat ins Spiel. Denn in der Zeit des Matriarchats, wo die große Göttin verehrt wurde und die Weiblichkeit eine ganz andere Rolle spielte als heutzutage, da besaßen eben viele besondere Kenntnisse über Vorgänge in der Natur, heilkundiges Wissen, aber natürlich auch Landwirtschaft. Und auch da werden die Zwerge wieder genannt, denn sie halfen den Bauern, den Menschen bei der Bestellung der Felder. Sie waren unterwegs, um Fruchtbarkeit ins Land zu bringen. Also es gibt für diese zwergenhaften Wesen verschiedene Herkunftsversionen und beide sind nicht nur wahrscheinlich, sondern real. Dasselbe gilt übrigens auch für die Riesen. Auch da kann ich viel erzählen über den Riesenabfalter vom Untersberg zum Beispiel, was er für ein Wissen besaß und dass er sogar gestaltgeberisch als ein Halbgott hier tätig gewesen sein soll. Und dann gibt es die Hinweise auf die Drachen am Untersberg oder rund um den Untersberg herum. Überlieferungen, wo so klar beschrieben steht, dass die Stadt Salzburg im Mittelalter noch von Drachen heimgesucht worden sind. Zu einer bestimmten Straße, die heute noch existiert, die Moosstraße, die Richtung Untersberg führt, da kamen die Drachen wohl immer in die Stadt Salzburg und ins Umland und wirkten zerstörerische und wurden dann von den Menschen mit Wachtürmen bewacht, um sie letztendlich wieder zu vertreiben oder vielleicht sogar, so scheint es der Fall zu sein, sie zu erlegen, umzubringen oder zu vertreiben, dass sie sich dann wirklich in den Untersberg zurückgezogen haben. Also Hinweis, die Drachen haben existiert, die Riesen haben existiert. Und die Wildfrauen, das ist eher so ein Thema, da geht es auch wieder sehr stark in dieses matriarchale Denken zurück, die als die weisen Frauen des Mittelalters geschätzt waren, sich aber immer zurückgezogen haben, weil was war im Mittelalter? Also insbesondere Frauen natürlich, Männer auch, aber viele Frauen, die also dieses heilkundige Wissen oder okkultes Wissen grundsätzlich besaßen oder vielleicht auch noch ein bisschen anders ausgeschaut haben oder sich anders verhalten haben, kamen halt dann schnell auf den Scheiterhaufen. Und so haben sich eben diese Wildfrauen, von denen es auch sehr viele Überlieferungen gibt, so haben die sich hier deswegen behaupten können, weil sie zurückgezogen lebten. Sie lebten entweder in den Wäldern oder in den Höhlen des Berges, des Untersberges. Und im ganzen Alpenraum gibt es unglaublich viel Sagen über Wildfrauenhöhlen, denen ich auch immer mal wieder nachgegangen bin, Wildfrauenhöhlen besucht habe, auch gefunden habe und durchaus festgestellt habe, dass das Unterkünfte waren, wo man sogar heute noch relativ sicher gut vor Witterungseinflüssen und so weiter leben konnte. Und so haben zum Beispiel die Wildfrauen das Mittelalter überlebt. Genau, das sind alles Hinweise darauf, wie diese Wesen existierten und wie sie interessanterweise heute zurückzukehren scheinen. Vielleicht waren sie nie ganz weg, nur unser Bewusstsein, um sie wahrzunehmen, ist uns verloren gegangen. Lieben Dank, Rainer. Also du hast so viele spannende Punkte jetzt genannt. Ich muss auch gerade echt aufpassen, dass ich meine Gedanken nicht überschlagen und ich meinen eigenen roten Faden irgendwie behalten kann. Aber ich würde gern erstmal damit anfangen, dass Aldous Huxley mal das Buch geschrieben hat, The Doors of Conception, das heißt die Pforten der Wahrnehmung. Und du sprachst eben davon, dass der Dalai Lama den Schlüssel für die Shambhala-Geschichte hat. Mal schauen, wer den Schlüssel hier zum Untersberg hat. Werden wir bestimmt noch mitkriegen. Dann hast du eben Venezia angesprochen. Und da haben wir einen roten Faden der menschlichen Geschichte, der so viel verschleiert, was wir heute erleben müssen, dem man gerne mal nachgehen darf. Also allein mal, um mal so ein kleines Beispiel zu nennen.
Die Bankersfamilie Warburg hieß früher Del Banco, kommt aus Venedig und mit Banken haben wir ja immer noch zu tun. Und ich bin noch nicht fertig. Moment. Dann das Spannendste aber, was ich finde, ist, dass J.R. Tolkien mal die Herr der Ringe-Reihe geschrieben hat. Und da gibt es ja auch noch viele Geschichten, die sehr viel Ähnlichkeiten mit den hier berichteten Aussagen haben. Also man kann das Mordor, das Auge des Bösen, auch als Romdor als Anagramm sehen und somit die Alpen als diesen Untergrund sehen, wo die Hauptdarsteller in Herr der Ringe entlang mussten, um dann nach Mordor zu kommen. Und das wäre europäisch schon einortbar, vor allem wenn man auch betrachtet, dass Auenland im Englischen genauso geschrieben wird und hier im deutschsprachigen Bereich wohl irgendwo anzuordnen ist. Und ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen. Wie gesagt, meine Gedanken überschlagen sich gerade und das war mein Take dazu. Also, ich würde mich freuen, dass wir jetzt auch vielleicht mit deiner Unterstützung, dass wir jetzt in der Lage sind, wesentlich mehr Menschen anzusprechen, eine Öffentlichkeit zu schaffen, die etwas in Bewegung bringt. Das ist ja auch so mit der Hintergrund für so eine Veranstaltung, ja, dass da wirklich auf der einen Seite sitzt jetzt nicht unbedingt der Strenge, aber doch der Wissenschaftler, also mit seiner Frau sind ja beide Wissenschaftler, und auf der anderen Seite sitzt eher so der, ich sage es vorsichtig, der Energetiker, der Schamane, der eine besondere Sicht auf die Welt hat, aber auch bestimmte Techniken hat, ja. Und da gibt es aber auch viele andere Disziplinen, ob es jetzt die Biologen sind, die Geologen, sei es drum, das sollte zusammenkommen. Mir fällt bei der Gelegenheit noch was ein. Ich hatte da vor 2, 3 Jahren einen Hinweis bekommen von einer Biologin, weil ich gerade die Biologie auch erwähnt hatte, die mich darauf hingewiesen hat, das war eine Spanierin, die in der jordanischen Wüste bestimmte Steinanlagen oder Formationen untersucht. Und das Ergebnis ist genauso schräg, wie wenn jetzt ein Herr Kusch die Unterwelt darstellt als der potenzielle Zugang zu einer anderen Welt. Und diese Biologin hat jetzt in dieser jordanischen Wüste etwas gefunden, und zwar nicht nur eine kleine Anlage, da kann man auch übrigens schön drüber nachgucken. In verschiedenen Gebieten in dieser Wüste, also in einer Wüstenregion, sind Steinformationen zu finden, die aus der Luftansicht heraus, das muss man sich vorstellen, die Entwicklungsphase eines Embryos darstellt. Weil sie so, also muss man sich wirklich die Bilder von so einem Embryo, von der DNA so, sich mal anschauen. Und diese Biologin hat mir auch diese Bilder geschickt. Was können wir im Labor sehen? Und was hat sie dort auf dem Wüstenboden gefunden? Und sie sagt, dort wurde auf dem Boden der Wüste möglicherweise die Entwicklung des Menschen dokumentiert. Und das ist so faszinierend. Also ich bin da einfach viel zu biologisch untalentiert, als dass ich das gut rüberbringen kann. Dazu muss man dann wirklich mal so da nachschauen, was hat sie da gefunden, wie schaut es aus? Und ich fand es so faszinierend, weil Bilder aus einem normalen Labor in Verbindung mit dem, was auf dem Wüstenboden da ist, ist identisch. Das ist, ich kann es mir nicht vorstellen, aber die hat mich darauf angesprochen, weil sie also weiß nicht, wie viele Menschen auf der ganzen Welt darauf angesprochen hat, um das gemeinsam geforscht wird, von verschiedenen Seiten aus. Natürlich ruft sie in erster Linie auf andere Biologen, die sich bitte darüber Gedanken macht, was hat es für eine Bedeutung, wenn etwas darauf hinweist, dass der Mensch ja von etwas oder von irgendjemand erschaffen wurde und das auch dokumentiert worden ist. So, und das sind natürlich Zeiten, wo man denkt, okay, wir sollten uns darüber Gedanken machen, wo kommen wir her und wie viel wert ist es uns, dass wir unsere Heimat auch bewahren. Das wäre vielleicht jetzt auch ein schönes Schlusswort. Als kleiner Hinweis dazu können wir nur darauf aufmerksam machen, dass wir anfangen, den wahren Kern jeder Mythologie irgendwo begreifen zu können, egal wie unfassbar er zu sein scheint. Ja, gerade bei der Darstellung mit den Embryos ist es ja sehr interessant, dass da ein Einblick in den Mikrokosmos, also eine große Vergrößerung, stattgefunden hat und dann auch die Aus
Ausdrückung dessen im Makrokosmos, also in dem großen Maßstab, den man nur vom Himmel aus sehen kann. Was ich auch sehr interessant finde, was da für technische Möglichkeiten und auch für ein tieferes Verständnis dann mit drinstecken in diesem Fund. Lass mich dazu nochmal gerade auch noch was sagen, denn das hängt auch irgendwo zusammen, diese beiden Entdeckungen. Ich spreche nämlich noch von einer anderen Entdeckung. Da gibt es einen Südafrikaner, den Michael Tellinger. Ich hatte vor ein paar Jahren zu Zeiten der Rauhnächte, also das ist immer so eine Zeit, wo ich in Einkerping, wo ich auch in das Thema Schauen in die Zukunft, also Orakeln, aber auch Visionen bekommen. Viele Bücher habe ich sehr intensiv in dieser Zeit auch geschrieben oder habe sie reifen lassen. Und es war auch mal in einer dieser Rauhnächte, da bekam ich irgendwo den Hinweis, ich soll jetzt mal was finden. Und zwar auf der Welt. Und soll über Google Earth mich daran machen. Und da habe ich mich wirklich meiner Intuition hingegeben und war als erstes mal in Indonesien und habe da so geprüft, was zieht mich da an, was finde ich da, habe gemerkt, ich bin nicht richtig. Dann kam der nächste Impuls, so und jetzt schaust du von Indonesien nach Afrika und gehst dort in die Wüstenregion, weil ich schon vorher diese jordanische Wüste erwähnt hatte. Das hatte ja damals noch gar nichts damit zu tun. Ich bin also über Google Earth von Indonesien in die Wüste Sahara gereist. Und das Spannende war, es hatte nicht lange gedauert, da hatte ich plötzlich etwas vor mir, mitten in der Wüste, wo man gedacht hat, das schaut jetzt aber schon sehr eigenartig aus. Da ist keine Straße vorbeigegangen, kein Ort, keine Stadt, es war nichts in der Nähe, aber es waren Anlagen. Und ich hätte damals schon gesagt, so von der Form her, das mir irgendwie so Steinkreisanlagen, also wirklich so ähnlich schon, wie es mir dann mit dieser jordanischen Geschichte auch vermittelt worden ist. Und dann hatte ich weitergesucht und habe festgestellt, in der Umgebung sind noch mehr dieser seltsamen Anlagen zu finden. Dank dieser ganzen Satellitentechnik und Google Earth kann ja jeder heutzutage sehr viel nachschauen, forschen. Und das, was ich da gefunden habe, was mich so angesprochen habe, habe ich dann über Facebook veröffentlicht und bekam ich schon relativ schnell den Hinweis, ich soll doch mal den Michael Tellinger da genau mir betrachten, was der da entdeckt hat in Südafrika. Er hat sich sehr auf Südafrika spezialisiert, aber fast auch schon auf den ganzen afrikanischen Kontinent. Und siehe da, dann lese ich, dass dieser Michael Tellinger Millionen, ich betone wirklich, kann das sein? Doch, er hat wirklich über Millionen von Steinkreisanlagen auf den afrikanischen Kontinent gesprochen. Und plötzlich, als ich dann die Fotos von ihm gesehen habe, und aha, in der Sahara, das, was ich da zufälligerweise entdeckt hatte, ist genau eine dieser von ihm entdeckten Steinkreisanlagen, die es eben nicht nur in Südafrika oder in Mittelafrika, sondern eben auch in Nordafrika gibt. Und was er dabei herausgefunden hat, geht schon wieder in die Richtung, was Ehepaar Kusch herausgefunden hat, von einer Technologie, die durch diese Gestalt und Formen dieser Anlagen dazu führen, dass mit bestimmten Frequenzen und Schwingungen gearbeitet worden ist, um Steine zu transportieren, um Gold abzubauen. Das war sehr stark auf dem afrikanischen Kontinent damals so. Und absolut faszinierend. Eine Hochtechnologie, eine andere Zivilisation, was auch von Michael Tellinger so dargestellt worden ist. Und dann sind wir wirklich bei diesem Thema, dieser Verbindung von Afrika über die jordanische Wüste bis runter in die Steiermark oder in den Salzburger Raum. Wir stellen fest, die Menschheit hat vielleicht eine ganz andere Geschichte, als sie uns bisher so vorgemacht wird. Ja, lieber Rainer, ich danke dir für deine faszinierenden Einblicke, die du uns hiermit gewährleistet hast. Und für alle anderen, die jetzt neugierig sind, was der Rainer Limpöck und auch Dr. Heinrich Kusch noch an weiteren Erkenntnissen haben, sei es nochmal erwähnt, dass am 14. April 2024 in Salzach, Halle, Laufen der Vortrag von den beiden lieben Herren stattfinden wird. Und geht vorbei, schaut es euch an, macht euch euer eigenes Bild. Und vielen lieben Dank für deine Arbeit, Rainer. Ich danke euch sehr. Hab mich sehr gefreut wieder. Vielen Dank für das Gespräch, war meine Ehre. Danke. Wünsche euch noch was. Ciao. Tschüss.